Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen beim Club der Köchinnen. Marion Schieder, hello. Alex Onken. Servus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir wollen vor allem jetzt über die Wiesen mit euch reden. Ihr macht das ja schon wie lange? Wir haben 10-Jähriges dieses Jahr in der Tat. Ja, genau, weil letztes Jahr bin ich ja ausgefallen. Ja, hatte ja einen Grund. Da hast du dich vermehrt? Ich habe mich vermehrt und Gott sei Dank. Aber dieses Jahr können wir jetzt endlich als 10-Jährige feiern. Den Grund haben wir schon gesehen. Ja. Ich würde es auch gerne noch mal nachher vor die Kamera halten. Das Baby, weil das extrem süß ist. Es hat zwar, ist zwar auf mich gleich zugegangen. Ja. Und dann habe ich mich gefreut, weil du vorher gesagt hast, du fremdelt so. Mhm. Aber dann habe ich es gemerkt, du wolltest nur meine Kette Die Kette, haben. Die sind so selbstlos, diese Kinder. Ja? Da denkst du, sie lieben dich. Und dann wollen sie nur eigentlich dein Äußeres, nichts anderes. Ja, das ist ein Mädchen, ne? Das ist ein Mädchen. Auch dich mag sie, aufgrund des Hutes und der Brille. Ist das wahr? Die inneren Werte kommen noch. Letztes Mal bei dir, da hat sie geweint. Da hat sie geweint. Ja, ja. Aber er fremdelt immer, gell? Aber mir gegenüber nicht mehr. Nicht mehr? Nein, er hat es gelernt. Wir haben uns arrangiert, ja, nicht mehr. Ich fange einfach schon mal an. Ja, ja. Mit was? Knoblauch. Knoblauch, Schälen und ja, sicher alles, was da drin liegt. Da sind Limetten, da sind Zwiebeln, da sind Chilis drin. Und zwar diese kleinen thailändischen Biester, die richtig scharfen. Und Koriander. Und Süßkartoffeln haben wir. Und ja, was hast du gegen Koriander? Ich bin nicht so der Koriander-Fan. Zählst du zu den 17%? Wieso? In Europa haben 17% der Menschen ein zusätzliches Gen. Er sagt uns aber nicht, dass es Hühnchen gibt, gell? Sagt ein zusätzliches Gen. Ja, und dadurch schmeckst du sensibler. Ja, Chicken Wings sind da auch noch. Na, jetzt ist es raus. Endlich haben wir es. Wir wissen, was jetzt das ist. Es raus. Ich habe hier eine Süßkartoffel. Mir ist beauftragt worden, ich soll mich um die Süßkartoffeln kümmern. Schälen Sie doch einfach. Schälen und in kleine klein, Stücke. Und dann in das Wasser. Dann schicken wir die zum Baden und dann machen wir daraus Süßkartoffelpüree. Auch mit etwas Chili und Koriander. Ich mache alles, was der Onkel sagt. Wenn es so wäre, auf der Wiesn. Ja. So, man muss ja auch manchmal ein bisschen den Schein wahren, nicht wahr? Zu Wiesn ist ähnlich. Da gibt er den Ton an. Wie sagt man immer, Frau von Welser-Ude, Sie wissen, wie das ist. Hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Sie ist schlau genug, mich es so glauben zu lassen. Man muss manchmal doch dann dem Mann auch das Gefühl geben, er hat recht. Eben, und es ist nur das Gefühl. Und das reicht dann auch schon während der Wiesn. Da sind wir aber auch schon glücklich. Ja, und dann passt alles. Nicht viel. Also das kommt an. Ja, wir haben uns so, glaube ich, vereinbart. Aber ich darf auch was sagen. Doch, doch. Das ist durchaus. Jetzt will ich noch mal wissen, seit wann macht ihr das? 10 Jahre jetzt miteinander. Miteinander? Miteinander. Davor war ich Reporter, beziehungsweise im ersten Jahr war ich allein als Moderator oben auf der Empore. Ich habe mich einsam gefühlt, ich wollte dich haben. Und dann, davor war ich Reporter, tatsächlich, seit 1999. Fahrgeschäfte-Reporter und dann später auch für die Promis zuständig. Fahrgeschäfte-Reporter? Ja, das hat sich dann erledigt, als sie in den Fahrgeschäften sitzen und sich selber filmen und dabei schauen, wow, wenn das Inferno losbricht, die Apokalypse naht, einfach noch erzählen, wie schnell dieses Fahrgeschäft ist, wie hoch und überhaupt. Genau. Eindrücke liefern von der Fahrt mit einem Fahrgeschäft. Und das hat sich dann erledigt, als die Fahrgeschäfte immer schlimmer wurden. Und zwar gleichzeitig die Kameras auch kleiner, aber es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht. Ja, man wird ja auch irgendwann nicht mehr. Ja, der Körper wird schwerfälliger, auch beim Onken. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass man sagt, der schafft es nicht mehr. Und ich war Stimmungsreporterin, wie du es allein gemacht hast. Und das Jahr später waren wir es dann zum ersten Mal miteinander. Genau. Und dann haben sie halt da zwei hingesetzt. Haben wir uns aber auch erst aneinander gewöhnen müssen. Ja, das ist wie in der Ehe. Sind wir mal ganz ehrlich, es ist 16 Tage auch schon wie eine Art Partnerschaft. Da muss man sich dann auch arrangieren. Aber innerlich sind wir schon zugewandt. Ja, ja. Ja, doch, doch. Das muss man sagen. Also innerlich fühlen wir uns nahe. Wie läuft denn das? Wie oft müsst ihr das machen während einer Wiesn? Täglich? Täglich, 3 Stunden. Live.
von 18 bis 21 Uhr. Leute denken ja, wir sitzen den ganzen Tag da. Habe ich aber auch immer gedacht. Es sind drei Stunden, die wir live machen, der Rest wird dann wiederholt. Wir haben aber von einer Gruppe Italiener gehört, die mitten in der Nacht, 2 Uhr oder so, die kamen in München an, sind ins Hotelzimmer rein, schalten den Fernseher ein, sehen München TV und denken sich, auf der Wiesn geht's noch ab, da fahren wir jetzt raus. Da waren die Kehrmaschinen und die Biertanker. Und wir waren auch schon zu Hause und dann haben die uns gesucht und haben gewusst, okay, die waren jetzt da, weil die haben dann auch im Klohäusl übernachtet. Es gab Menschen wirklich, wir haben ja dieses berühmt-berüchtigte Klohäusl, durch das also Gäste gehen. Auch der Mann ist auch schon durchgegangen. Ein Herr Ude war da auch drin. Weißt du, als wir dieses Häusl ganz neu hatten, der Herr Ude war der erste Gast in der Sendung. Und der war weg. Ja. Er war einfach weg. Ihr Mann war weg. Und dann haben wir ihn gesucht. Ja, wir haben ihn gesucht. Und dann haben wir ihn gefunden, 10 Minuten vor Beginn der Sendung, im Häusl drin. Und dann stand er da. Ja. Und dann haben wir gefragt, Herr Ude, es geht doch erst in 10 Minuten los, kommst doch einfach raus. Hat er gemeint, nein, hier ist ganz gemütlich und diese Stille genieße ich gerade sehr. Und er hatte seine Maß Bier und er war der zufriedenste Mensch. Und dann haben wir gesagt, wir wollen Sie nur 10 Minuten belästigen, danach können Sie wieder ins Klohäusl. Von wegen Geschichten auf der Wiesn haben wir mit Ihrem Mann schon einiges erlebt. Wenn ich will auch noch ein paar mehr hören. Oh. Muss nicht unbedingt von meinem Mann sein. Jemand Probleme mit Schärfe? Oh, wie viel? Ein bisschen was. Aber es soll ja gesund sein fürs Blut, nicht wahr? Auch das. Und die Kernchen bleiben drin? Ja. Bei mir schon. Wird das eigentlich mariniert? Also ich muss mal fragen. Ja, das mache ich ja gerade. Wir müssen Zwiebeln, so weit Knoblauch, kommen, Chili. Dass die bald in den Ofen kommen. Ja. Ich schalte den schon mal ein. Ja, 200. Was ist das denn? Von der Sendung nicht. Das ist. Was ist das denn? Das ist ein Handyfach, glaube ich. Da kannst du reinsprechen und sagen, bitte Ofen geh an. Hier, das geht auch mit. Wow. Das ist unglaublich. Ich habe schon mit der Induktion immer Probleme. Ich glaube, der hier war es. Nee, es war der. Der hat aber auch kein Fach. Schau. Der hat ein Fach, der hat kein Fach. Und welchen Ofen willst du denn jetzt? Aber der geht nicht. Wenn ein Mann in der Küche ist, dann ist alles verloren. Das ist nicht mein Ofen. Aber gut, kriegen wir gleich hin. Hast du schon einen Ofen unten? So, jetzt pass auf. Schau mal, hier. Chili, Zwiebel, Knoblauch. Limettensaft. So. Fischsoße. Genau, jetzt machen wir mit der Marinade weiter. Fischsoße. Und anmachen können wir ihn dann in der Pause. Wird schon irgendjemand helfen können. Ich mache ja alles sauber. Kokosöl. Hallo. Kokosöl? Ja, das ist ja ein Wundermittel. Das schaut eher aus wie so ein Kleister. Hackersäufen. Können wir Hackersäufen noch? Da haben wir früher schön geschrubbt damit. Schau mal, wie das zerwirbelt ist. Ja, ist weißt du, dass dann jemand das nicht richtig aufgewickelt hat? Da raste ich ja aus. Ja, man merkt es gerade auch an. In der Schule schon haben sie einem beigebracht, niemals so zwirbeln, weil diese beiden Kontakte können sich dann lösen. Ich merke, dass dein Atem von unten nach oben kommt. Das ist halt, er ist voller Leidenschaft. Wie kann man ihn dazu bringen, dass er jetzt weitermacht hier mit der Marinade? Ich bin da dabei. Ich muss aber pürieren. Ude, ich habe eins gelernt, man muss ihn einfach tun lassen. Er findet sich bei so einer Aktion immer selber. Achtung! Das ist auch auf der Wiesn so. Da muss er aktiv sein, er muss was tun. Ich möchte ja die Dinger probieren, wenn sie fertig sind. Das ich hätte auch Hunger, wenn ich ehrlich bin. Ich bräuchte Koriander, bitte. Aber Frau von Welser-Ude, ich bräuchte ja bitte Koriander. Einfach die Hälfte davon. Jetzt oder kleine Teile? Was? Kleine Teile schneiden. Ja, bitte. Gut. Halt! Ich bin. Oh Gott, das ist ja echt. Das ist aber ja Kokosnuss. Ich kenne aus der Oberpfalz andere Kartoffeln, wenn ich ehrlich bin. Aber nein, wir machen ja Süßkartoffeln. Was machen wir jetzt? Der Onkel macht ja Süßkartoffelpüree. Also ich zumindest. Vorsicht mit den Fingern. Ja, das ist genau das. Du Onkel, kannst du das mal auseinanderschneiden? Ich will meine Finger behalten für die Wiesn. Willst du dann das hier machen dabei? Ich mache das gerne. Wobei, ich hab's schon. Ich würde mich gerne mal hinstellen. Mach du mal die Süßkartoffeln. Ja, gerne. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Koriander da rein. Frau von Welser-Ude, haben Sie nur einen Termin möchtest eigentlich? Möchtest du jetzt kurz hier? Schau mal, da jetzt ist dann, noch. Weil es ist dann heute, weil es ist Knoblauch. Also, so. Ja, schon. Das also, macht nichts. Ein bisschen was ist drin. Hast du es jetzt geschafft? Hast du es auseinandergebracht? Aber wieder das? Ich bin halt so schwach. Ach, für das bist du gut, Herr. Nein, du könntest es bestimmt selbst auch, aber du möchtest mir gerade das Gefühl geben, schau mal, auch Männer werden gebraucht. Das ist sehr lieb von dir. Gib mir 5, du hast es kapiert. Jetzt machen wir eine Pause. In der dürfte natürlich weiterreden. Wir müssen den Ofen irgendwie ankriegen. Ja, den machen wir jetzt. Wir machen dann den Ofen und dann kommen wir wieder. Das wäre super. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Jetzt sind wir wieder da nach der Pause. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht? Also die Süßkartoffeln, es musste ja natürlich passieren, ich habe mich geschnitten, aber es geht mir gut, es ist okay. Also klein gewürfelt, die sind jetzt im Wasser, die kochen, die brauchen übrigens nicht so lange wie normale Kartoffeln. Sie haben gesagt, das passiert Ihnen immer? Das passiert mir immer an der gleichen Stelle, komisch.
wenn Männer dann, also wenn dann was passiert? Das kann das, nicht schwierig werden. Das ist gar nichts. Ein Schnupfen ist schlimm, gebe ich dir recht. Das hier, das ist gar nichts. Upper Finger, das ist nichts. So, und da haben wir jetzt mariniert. Er hat auch nicht geweint, oder? Nein, nahezu nicht. Nahezu nicht. Bei Schnupfen ist es schlimmer auf der Wiesn. Ja. Also hier die Chicken Wings, ja. Die Marinade, was du vorhin püriert drüber. Hast mit dem Pürierstab. Genau, einfach da marinieren, 200 Grad, neilegen auf den Rost und dann müssen wir es nachher noch wenden. Aber das können wir jetzt vergessen, jetzt warten wir hier und ich mache da mal einfach ein bisschen sauber. Möchtest du vielleicht diese hier vierteln? Mache ich vorher gerne. Waschen. Für was ist die? Ich kann das nicht waschen, weil aber, sonst wird das Pflaster nass und dann geht's für ab. Was ist die? Das legen wir dann einfach drauf, das sieht schön aus und da kann jeder noch, wenn er Deko. Will. Deko, aber auch wer mag, wer es gerne ein bisschen sauber mag, der kann das dann noch ausquetschen über den Chicken Wings. Ich kann aber jetzt nur eins sagen, also das ist wirklich kein Problem. Er kam schon mal mit Upper Finger zur Wiesn, aber wie gesagt, weil man wird ja auch auf der Wiesn kränklicher. Ja. Sie wissen Sie ja, man muss da ein bisschen. Ich wasche die anderen drei. So wirkt er auch immer. Ja, und wenn da was mit also der Stimme ist oder mit dem Schnupfen ist oder halt da diese Männerkrankheiten kommen. Also mir wurde schon eine Infusion mal gelegt, damit ich dann auf die Wiesn kann, weil ich so krank war. Mir auch. Und das ist dann immer, Männer leiden da ein aber, bisschen mehr. Aber Männerschnupfen ist so ungefähr das Schlimmste. Den gibt es aber auch. Ich meine, die Natur ist nicht blöd. Die Männer würden ausgerottet werden, ja, beziehungsweise die Frauen würden ausgerottet werden, würdet ihr Männerschnupfen kriegen. Ja. Diese Viren gehen auf Rhinoceros, auf Elefanten und auf Männer. Ja. Das könnt ihr nicht nachvollziehen. Nein, wir spüren es nur und sehen es nur und sind bei euch mental. Das können wir tun, aber ansonsten nicht. Was mir schon alles glutscht und was man schon alles gemacht hat. Du hast doch Psychologie studiert. Ja, habe ich. Was sagt das über dich aus, dass du das so akkurat da hinlegst, so das? Dass das Auge durchaus mit ist und alles seine Ordnung haben muss. Das möge man mir nicht zutrauen, dass ich doch durchaus manchmal dem Chaotismus ein bisschen zugewandt bin, aber das muss jetzt schon genauso sein. Ich wollte euch eigentlich mal fragen, woher ihr die ganzen Themen habt auf der Wiesn, aber ich glaube, das brauche ich nicht zu fragen. Ihr macht den Mund auf und läuft, oder? Naja, es sind schon ein paar Sachen, die also auch, also Gäste sind ja durchaus dann auch eingeladen, bewusst, die wollen wir ja auch haben. Und da ist schon was, was man wegen so wissen muss vorher über den Gast und dann entsteht schon so ein Interview. Aber die Situationen, wo jetzt einfach so entstehen, wo man nicht wissen, was jetzt so passiert und so sind also eigentlich 16 Tage, 3 Stunden, das ist wirklich dann schon einer gewissen, hoffe ich doch, erträglichen Spontanität zugewandt. Also es geht halt auch nicht anders. Es sind 17 Tage dieses Jahr und das mal 3 Stunden, das kann man ja nicht skripten, wie es heißt. Also so geht nicht. Nein, man muss schon Bescheid wissen über die Wiesn, warum das Ganze stattfindet und überhaupt. Also ich finde das ganz schön, weil manche, die wissen es gar nicht und einfach warum das Fest ist und so weiter. Ja. Aber was jetzt so dann wirklich also von Minute zu Minute entsteht, also das passiert wirklich, glaube ich, auch dadurch, weil man uns schon kennt. Ich glaube, die Leute das wollen eigentlich, sonst wäre es ja Telekolleg Wiesn. Nee, und ich glaube, dass diese Wiesn, ich nenne es manchmal auch ein bisschen eine Freakshow. Und es gibt ja durchaus andere, die es anders machen. Und wir machen es halt so. Und wer es mag, ist schön. Wer es nicht mag, schaltet um, aber so machen wir es, weil wir halt so sagen. Wir transportieren die Stimmung einfach. Also jede Wiesn ist ja auch anders, hat einen anderen Charakter. Letztes Jahr war es ja sehr ruhig. Und entsprechend sind die Moderatoren auf der Wiesn dann natürlich auch ruhiger. Ja. Übrigens, wenn die sind schon. Oft passiert es ja, da schneidet man eine Chili und dann langt man sich ins Auge und dann hat man das. Gell? Man kann einfach da hinten anlangen, schneidet das einmal der Länge nach auf. Hier, zack. Und dann, so. Ich bin ja froh, dass der Finger verbunden ist. Ja, ich auch. Genau so eben dachte ich auch. Gott sei Dank haben wir vorher den Finger angeschnitten und verbunden. Sind wir fertig? Abseiern nehmen wir es. Ja, wir das mach abseiern. Ich auch. Kann ich machen. Ach so, ja, kannst du das? Mit dem Deckel? Aua, ja. Ja, mit dem Deckel macht man es doch, weil sonst fällt doch alles raus. Ja, darum frage ich dich doch. Aber ich brauchst du den Deckel? Nein, ich kann es auch so. Ich habe da Sie hat eine ganz eigene Technik. Sie macht es innen an der Spüle, da an der Wand. Ja, woher hätte ich das machen sollen? Im Blumentopf. Jetzt kommt es wieder, ja. So, jetzt fertig. Frau Schieder hat's. Das ist schön. Das hier ist übrigens ist Gemüsebrühe. Das? Gemüsebrühe. Einfach ein bisschen Gemüsebrühe. Ja? Knick, knack. Obwohl die Brühe jetzt schon weg ist. Ein bisschen Wasser ist ja noch drin. Ein bisschen drin. Was ist drin? Kokosöl? Nein. Auch da nein? Ja, freilich. Was ist das? Joghurt. Das ist Kokosmilch. Da muss man mal schauen, dass möglichst viel Kokosnussanteil drin ist. Da gibt es ja diese Sachen, da ist 60% Kokosnuss drin, der Rest ist Wasser. Es gibt ja Menschen, die eventuell keine Kokosnuss vertragen, aber die sind dann schlecht dran. Verträgst du keine Kokosnuss? Doch, ich vertrage vieles, das funktioniert schon. Und jetzt? Jetzt Chili. Da nein. Ja, freilich.
Ich bin selber überrascht über dieses Gericht. So, jetzt pass auf, das auch noch. Ja, und es wird gegessen, gell? Und Koriander, ich schneide den noch klein. Ein bisschen was brauchen wir noch zur Deko. Ja. Rest schneide ich klein, kommt auch dazu. Ja. Aber das kannst du schon mal, boah, das habe ich mir geben lassen. Schau mal, das ist die neueste Generation von Kartoffelstampfern. Nee, es geht nur hier, schau mal. Ah, oh, wie super, tu her. Ist das der Hammer? Das finde ich toll, das mag ich sowas. Das mag sie gerne. Das mag will ich jetzt so. Ja, genau. Ja. Schön, du geschnitten, ich total befleckt, also so können wir die Sendung weitermachen. Sollte es so funktionieren? Ja, so geht's, Tatsache. Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. So. Sehr schön. Also wir haben uns ja entschlossen, kein typisches Wiesengericht zu machen. Nein. Man hätte das ja vermuten können. Wir haben ja dann. Aber die Händel und das alles kriegt man ja dann auf der Wiesen, also machen wir es vorher gesund. Der Herr Onken hat ja auch immer noch ein anderes Rezept. Er isst nicht Tom-Kakai-Suppe, damit er gesund Tom bleibt. Tom-Yam-Suppe. Das ist die Nationalsuppe in Thailand. Sieht aus wie Spülwasser, ist aber super. Die andere ist eine Hühnersuppe, gell? Ja. Tom-Kang. Ja, genau. Irgendeine Suppen halt. Und die hilft anscheinend laut Onken immer durchaus, die Wiesen gesund zu überstehen. Ja. So hat jeder aber seine Mittel. Es ist die Einstellung. Na, sonst gäbe es ja auch keine Klinik-Clowns. Also du musst es mögen und du musst. Ja, weil sonst geht es nicht. Ja. Wir haben irgendwann mal beschlossen, wir wollen Spaß. Und seitdem. Ich bin fasziniert von diesem Gerät. Super, das Schöne oder? Ist ja, dass er nicht laut schnurrt, wie so ein Elektrorührer. Nein, er macht ihn nur dreckig, aber ansonsten ist es super. Ansonsten, der Chili bleibt allerdings ganz. Meine Großmutter hat immer gesagt, versagt nur bei Gebrauch. Salz reinmachen. Ja, ein bisschen, würde ich machen. Muss es fein püriert werden, oder? Darf es grob sein? Ach, darf es grob sein? Wenn du es grob magst, kriegst du es grob. Ja, dann mach ich doch selber grob. Da bin ich selbst dafür verantwortlich. Ja. Ja. Alles muss ich immer sagen. Was machen unsere Hühnchen? Die müssen wir gleich wenden. Ja. Aber jetzt haben wir mal den Koriander dazu, oder? Ja, machen wir. Bist du fertig? Ja, aber oder, nee, so viel? Da im Eck ist noch. So viel Koriander? So viel. Ja, du musst dich dran gewöhnen. Ich bin ja die 17%. Du bist die 17%. Dann müsst ihr sie in der Pause wenden. Okay, machen wir. Tu schon mal rein. Ja, tu es rein. Und wir wenden dann in der Pause die Chicken Wings. Das geht übrigens auch in die Arme. Habe ich das schon bemerkt? Ja. Mhm. So, jetzt. So, rein damit. Wunderbar. Muss unbedingt putzen. Ja, mach sauber. Bist du so einer, der sauber macht? Ja, natürlich. Ist das nicht bei allen Männern so, wenn die kochen, dass die Küche hinterher sauber ist als vorher? Ich kenne das anders. Echt? Ja, das werden wir dann sehen, gell? Ich muss das hier sauber machen. Ich halte es nicht aus. Das ist sofort der Lappen. So, jetzt. Was ist das noch für ein grünes Mousse hier? Das war die Marinade. Die muss nicht rein? Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Nein. Die Hühner sind schon mariniert. Ja. Die sind schon mariniert. Gut. Wir machen eine Pause. In der Zeit können die Hühnchen braten. So. Und dann setzen wir uns an den Tisch und probieren, was ihr gemacht habt. Oh ja. Sind gleich wieder da. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Hier die Limetten. Und fertig. Die Kollegen waren jetzt eine halbe Stunde im Ofen drin. Am Ende ein bisschen Grill. Und tada! Ich mag es, wenn der Mann serviert. So, die super. Blumen vielleicht kurz auf die Seite. Und die Dame, das, bitte. Obwohl Danke. Er so schwer verletzt ist. Ach Gott, das ist doch gar nichts. Er kann sogar tragen. Und wie sieht's denn aus? Ja, es sieht wunderbar aus. Ich darf dazu sagen, dass das auch noch ein bisschen gesalzen wurde. Also süß und salzig schmeckt. Ja, ein bisschen Salz rein. So, bisschen. Soll ich und mal die Hühnerbrühe habt ihr dran gemacht? Oder die Fleischbrühe? Die Marinade? Und die Fleischbrühe an die. Ja, genau. Gemüsebrühe. Mhm. Gemüsebrühe, ja. Sowas. Mhm. Also so, darf ich mal? Bitte, Edith. Süßkartoffelbrei, so zum Kosten. Bitteschön. Das Grüne ist Koriander, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Gell? Ja. Bei mir langt es mir. Ja. Okay, und jetzt, das ist das Witzige, jeder kann einfach Neilangen sich da eins holen, weil man isst ja sowieso die Chicken Wings mit den Fingern. Ist das okay? Das mache ich gerne, weil ich brauche dann nicht mit vollem Mund zu reden, weil reden tut ihr eh. Das habe ich jetzt während der Sendung sehr genossen. Jetzt essen wir. Jetzt haben wir den Mund dann voll. So, na, jetzt müsst ihr schon weiterreden. So auf einmal nicht. Jetzt. Und das, drauf noch? Also zumindest so. Wenn du willst. Muss ich auch sagen, ich lerne das jetzt zum ersten Mal, dass man das machen. Das kann man aber auch. Schau mal hier, das kann man einfach hier so, wenn jeder damit einverstanden ist. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch manchmal am Brotzeitbredel Chicken Wings auf der Wiesn. Und das ist immer das Erste, was der Herr Onken dann auch durchaus sich zuführt.
Und zwar in aber einer Maßlosigkeit. Er kann es. Ja. Schmeckt's denn? Sau gut. Das haben wir vergessen, dass wir das auch mal erwähnen. Wie schmeckt es denn eigentlich? Püree weiß ich ja. Das habe ich ja selber produziert. Mhm. Ist wirklich nicht so schlecht. Herr Onken? Mhm. Nein, er kann kochen. Das muss man sagen, das kann er schon auch. Wenn wir das gewusst hätten, gell? Hätte man öfter eingeladen. So viel noch weiß es schon. Ja, ja, ich wurde durchaus mal Zeuge dessen, dass er mal gesagt hat, so, jetzt kommst du mal vorbei und dann koche ich mal für dich. Und mit dem Chili, das ist nicht schlecht. Ja. Mhm. Ja, sonst ist es ein bisschen zu sanft und so ist prima. Toll. Es gibt ja mildere Chilis, die kann man auch reinmachen. Und ist nicht zu viel. Und es ist auch so einfach. Ja. So einfache Küche, nicht wahr? Ja, das hat er gern. Wie viele Schoten waren das jetzt? Zwei? Eine. Eine, aber von diesen kleinen Thai-Chili-Schoten. Ich dachte, ich habe gesehen, es hätte gesehen. Ja, eine hier drin und eine bei den, in der Marinade von den Rings. Aha, ja. Mhm. Du isst es mit der Gabel, das finde ich sehr fein. Das Püree. Guck mal, aber nur das Püree. Nur das Püree. Nein, ich versuche, weil ich finde es ein bisschen heiß noch, aber es geht schon. Also es ist ja, man kann sich ja durchaus auch das Mundwerk verbrennen. Mhm. Dann wären wir auch mal still. Mal so und so. Mal so und so gesehen. Kann man machen. Bei mir im anderen Fall immer mehr. Ich glaube aber, der Sender braucht das Rezept schriftlich. Das liegt vor. Hat man euch das gesagt? Das liegt vor. Das liegt vor? Ja, ja. Das liegt vor. Mal. Will ich auch haben. Wegen der Marinade. Das ist übrigens, kennt ihr? Und wie lange da drin? No, gar nicht. Also einfach nur eingerührt. Und drauf. Normalerweise soll man die eine Stunde da drin baden und in den Kühlschrank reintun. Mhm. Die Zeit haben wir hier nicht. Nein, aber es schmeckt trotzdem. Ich hätte sie gerne. Es ist eine angenehme Gesellschaft. Aber die Zeit hatten wir hier nicht. Nein, die geht ja Schlag auf gut. Schlag. Die Menschen sind hungrig, wollen essen. Mhm. Und Steam freut sich dann auch. Mhm. Das ist sehr, sehr gut. Mhm. Hab schon mal was von Paleo-Küche gehört? Nein, was ist das? Eben, paläontologisch, also urzeitlich. Mhm. Genau. Kalorienarm. Das ist Paleo, ein Paleo-Gericht. Also keine Kalorien oder was? Wenig. Kaum. Ja klar. Hindl hat keine Kalorien, aber die sind doch auch in Öl eingelegt, oder? Aber Kokosöl. Ah. Ach, verstehe. Hm. Und die das hat keine Kalorien, das so gut wie nichts? Nein. Nö. Aber es ist sehr gesund. Ja. Nee. Habt so schminkt, ist so wurscht. Und Butter, das kann viel. So viel, dass ich es mir gar nicht merken konnte. Ja? Aber Kokosöl ist Wahnsinn. Mhm. Mhm. Merkt ihr das einfach? Und gibt es auch überall mittlerweile. Also ich habe mal Zeit, wenn ich nach München gekommen bin, nirgendwo Kokosöl gefunden. Das gibt es nicht überall, aber das gibt es in den Biomärkten. Guckst du? Schlimmer ist es noch, Ghee zu finden. Ghee, das ist diese ayurvedische Butter. Die ist auch sehr gesund. Die mehrmals ausgekochte indische Butter, oder? Mhm. Mhm. Ne? Ghee. Ghee. Sehr gesund. Und dann gibt es noch das Naan, das Brot. Was ist das? Naan. Ist dieses Naan. Naan oder Naan? Naan. Ach so. Und das ist mehrmals ein Teigfladen, der also mehrmals so dünn ausgerollt wird wie bei den Croissants, Schichten für Schichten. Und dann backt man das ganz leise und dann wird das, kannst du das so abblättern, dieses Brot. Das ist ein Beilage beim indischen Essen. Schön in Soßen reinducken und so weiter. Wir kommen wieder, wir machen es nochmal. Wollte ich gerade sagen. Machen wir indisch. Habe ich einmal durchaus auch gekonnt, aber schon lange nicht mehr probiert. Wie oft sind Sie jetzt eigentlich noch auf der Wiesn? Jetzt, da Ihr Mann nicht mehr in Amt und Würden ist und Termine auf der Wiesn wahrnehmen muss? Kaum. Kaum noch? Kaum. Ich habe eine ganze Reihe von Dirndln inzwischen für einen guten Zweck verkauft. Okay. Das kriegt jetzt Adi Oferim für seine Kinder von gestern, das Geld. Für sein. Und habe noch eins aufgehoben. Welches? Welche Farbe? Rot. Mhm. Und dann kann man es immer wieder mal auspacken und sich anschauen. Genau. Aber vermisst man es dann, die Wiesn? Nee. Nach so vielen Jahren? Nach so vielen Jahren. Es ist so ehrlich. Ausführlichen Jahren. Ja, aber wie oft würdest du denn gehen, wenn du nicht von Berufswegen jeden Tag da wärst? Ich hatte ja durchaus letztes Jahr die Möglichkeit. Ach so, ja, du hast ja auch mal vorbeigeschaut. Ne? Ich habe einmal vorbeigeschaut und das hat sich dann schon noch manchmal. Doch, ein bisschen war ich schon draußen. Ich finde, es wird zu wenig getrunken hier. Ach, Entschuldigung. Ja, stimmt. Wirklich. Zum Wohl. Auf die Köche. Vielen Dank. Muss ich weitergehen? Angelika. Zum Wohl. Prost. Schmeckt sehr gut, Herr Onken. Ich bin wieder, du überrascht mich immer wieder aufs Neue. Trotz Koriander, jetzt mal ganz ehrlich. Schmecke ich nicht mehr so arg. Aha, siehst du?
Aber trotzdem bin ich noch nie so weit, dass ich in einen Laden gehe und mir Koriander kaufe. Das ist das meist angebaute Kraut der Welt. Das glaube ich. Seit 7000 Jahren wird das schon verwendet. Haut man ja überall rein. Ja. Überall ist Koriander. Das älteste erhaltene Kochbuch aus der römischen Antike. Da sind in 70 Rezepten kommt Koriander vor. Ich bin manchmal so erstaunt über dieses Wissen, aber es schmeckt in den Kopf nicht trägst. Vor. Ich habe mir nämlich auch gedacht, oh, Koriander ist bei mir ein bisschen gefährlich, aber ich muss sagen, nein, die Süßkartoffel ist im Vordergrund. Ja, die Süßkartoffel ist sehr gut. Ja. Gell? Ja. Ich muss es aber erklären mit der Wiesn, weil ich habe das 12 Jahre als Stadträtin und dann 22 Jahre als Bürgermeister und OB-Gattin. First Lady. Das reicht. Ja. Wir haben alles gesehen, oder? Wie hat sich da die Wiesn verändert im Laufe dieser Zeit? Erfreulich wenig, nur immer voller geworden. Mhm. Und trachtiger. Viel trachtiger. Früher hat man die Touristen erkannt, das waren die Tracht dran haben. Ja, genau. Mhm. Als ich nach München gekommen bin, war es so, dass ich noch die Wiesn besucht habe, da war Jeans, Hemd, ganz normal. Ja. Eben, drum. Und da hast du einen seltenen mal gesehen, dachtest du, ho, was ist das? Was rennt denn da rum? Und jetzt ist es genau umgekehrt. Ja. Dass man echt auch schaut, wenn jemand eben nicht in Tracht was vorkommt. Aber wie ist es jetzt, da gibt es ja diese Folklore-Tracht, die den Auswärtigen dann so angedreht wird im Bahnhofsviertel. Für 20 Euro. Ganz furchtbar, gell? Aber ich finde es schlimm, aber ich finde es ja auch schön, dass sie teilhaben wollen, dass sie, ja. Wir reden ja nicht von der Tracht, wir reden von Dirndl-Kleidern und Dirndl-Mode und Trachtenmode. Tracht ist Tracht und Dirndl und Kleider ist was anderes. Und die sollen das machen, die wollen da teilhaben daran. Tut mir nicht weh. Sie wollen nicht weiter auffallen. Ihnen tut es aber nicht trotzdem. Weh. Und dann machen sie es und dann finde ich das gerechtfertigt. Bitte, sollen es doch tun. Belästigen mich nicht, dich nicht, also sonst wir lachen trotzdem. Tragen. Ja, es ist schön. Wenn man dann, muss ich ganz ehrlich sagen, Entenverkleidungen oder irgendwelche Fußbälle auf dem Kopf sieht, wo man das wollte ich gerade sagen, es gibt Hüte, die müssen nicht sein. Nein, gell? Nein, da finde ich es auch eher schwierig. Jetzt sagen wir Dankeschön, ja. Dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Sehr gut geschmeckt. Sehr gut. Wir haben dann noch Tupper-Töpfe, gell? Jeder kann sich das mitnehmen für daheim. Nehmt es mit für daheim. Alles gut. Ja, erstmal müssen alle anderen Anwesenden mitessen. Aber danke schön, jetzt schon, bin ich auch im Club der Köchinnen. Solltest dir mal Gedanken machen. Schau mal, Onki. Der Onki kommt. Du hast es weit gebracht. Der Club der Köchinnen wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner.